Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Präsident, wir haben einiges Richtiges schon gehört zu den Entwürfen, den beiden weiteren Gesetzesentwürfen, die die CDU hier einbringt, die auf umfangreiche Änderungen unserer Landesverfassung hinzielen. Diese Gesetzesentwürfe kommen zu den vier Gesetzesentwürfen hinzu, die bereits im Verfassungsausschuss beraten werden. Zwei dieser Gesetzesentwürfe, nämlich die aus der links-grünen Fraktion, zielen auf sehr umfassende Änderungen der Verfassung ab. Das hat offenbar auch die CDU dazu angespornt, in einem verfassungspolitischen Überbietungswettbewerb mit Rot-Rot-Grün zu treten und nun eine ganze Reihe von Vorschlägen einzubringen, mit denen die Landesfassung erweitert, um nicht zu sagen, aufgebläht werden soll. Das, meine Damen und Herren, ist verfassungspolitischer Aktionismus, noch dazu ein verfassungspolitischer Aktionismus zur Unzeit. Ich muss es etwas erläutern, da in diesem Hohen Haus offenbar aus dem Blick geraten ist, worum es bei einer Verfassung und bei Verfassungsänderungen geht. Eine geschriebene Verfassung legt die allgemeinen normativen Grundlagen der politischen Ordnung eines Gemeinwesens fest. Die Verfassung stellt das Fundament der öffentlichen Ordnung dar. Sie ist auf Stabilität, also auf einen langen, im Grunde auf einen unbestimmten Zeithorizont hin angelegt. Eben deshalb enthält sie nur Regelungen, die über das politische Tagesgeschehen hinausweisen, also insbesondere Regeln zur Ausgestaltung der Staatsgewalt, Verfahrensregeln, Kompetenzzuweisung, Grundrechte, grundrechtsgleiche Rechte und Staatszielbestimmungen. Ihre Beschränkung auf die großen Linien der politischen Ordnung ist ein Garant sowohl für die Flexibilität als auch die Stabilität der Verfassungsordnung. Der lange Zeithorizont, auf den die Verfassung orientiert ist, erweist es auch als eine Einsicht der Staatsklugheit, dass man eine Verfassung niemals zum Zwecke des politischen Alltagsgeschäfts oder aus tagesaktuellen Nöten heraus ändern sollte. Und Frau Baum, ich habe mir das notiert, ich fand es gut, als Sie erwähnten, es darf nicht zu einer Zielgruppen- und Symbolpolitik degradiert werden, diese Verfassung, und das sehen wir genauso. Genau diese Staatsklugheit, sehr verehrte Damen und Herren, wird aber gegenwärtig von CDU und Rot-Rot-Grün missachtet. Das ist überaus bedenklich, weil es am Ende unserer Verfassungsordnung schaden wird. Denn die Verfassung wird zur kleinen Münze entwertet, wenn sie ins politische Tagesgeschäft hineingezogen wird. Oder schlimmer noch, wenn sie politische Verhandlungsmasse zur Vorbereitung künftiger Koalitionen wird, so wie es hier der Fall zu sein scheint. Soll hier eine Koalition aus CDU und Linkspartei angebahnt werden? Es sieht fast so aus. Meine Damen und Herren, die AfD-Fraktion sieht diesen verfassungspolitischen Aktionismus von CDU und Rot-Rot-Grün mit großer Sorge. Und zwar deshalb, weil wir überzeugt sind, dass die Thüringer Verfassung, so wie sie ist, grundsätzlich eine gute und bewährte Verfassung ist. Selbstverständlich bedeutet das nicht, dass Verfassungsänderungen per se abzulehnen wären. Tatsächlich mag man sogar über die eine oder andere Änderung nachdenken. Das sieht auch meine Fraktion so. In diesem Lichte sind zwei oder drei der Vorschläge, die die CDU in dem neuen Gesetzesentwurf präsentiert, zumindest diskutabel. Die paritätische Quotierung gehört hierzu nicht, ebenso wenig eine Extremismusklausel. Was jetzt geschieht, geht über einzelne Änderungen weit hinaus und lässt eine Unterstützung respektive eine breitere gesellschaftliche Debatte, die umfassende Verfassungsänderungen nahelegt oder erforderlich macht, vermissen. Schon von daher ist verfassungspolitische Zurückhaltung geboten. Nun im Einzelnen zu Ihren Vorschlägen. Wenn wir etwa bei Ihrem Vorschlag zur Änderung des Artikel 93 Absatz 1 von durchschnittlich notwendig entstehenden Aufwendungen die Rede ist, so ergibt diese Formulierung keinen Sinn. Der Vertreter des Gemeinde- und Städtebundes hat im Ausschuss klargemacht, dass der Streit darin besteht, was als angemessener finanzieller Ausgleich angesehen werden soll. Hierüber, sehr verehrte Kollegen der CDU und der anderen Fraktionen, muss diskutiert werden, aber weniger in der Verfassung als vielmehr im entsprechenden Gesetz, einfachen Gesetz, dem Finanzausgleichsgesetz. Aus dem Gesetzesentwurf in Drucksache 1628
möchte ich darüber hinaus noch den Einfall der Einführung eines sogenannten Volkseinwandes aufgreifen. Seit Jahr und Tag hört man von der Union, dass direkte Demokratie von übel sei. Diesem Denken entsprechen auch die geltenden Regelungen zu Volksbegehren und Volksentscheid in Artikel 82, die ja mit hohen Quoren so ausgestattet sind, dass sie de facto wirkungslos bleiben. Und jetzt kommt ausgerechnet die CDU daher und simuliert mit dem Volkseinwand Sympathien für direkt demokratische Entscheidungen. Aber natürlich sind das Nebelkerzen, denn die praxisuntauglichen Quoren will die Union auch in die Neuregelung zum Volkseinwand übernehmen. So veralbert man das Volk, meine Damen und Herren, und das, sehr geehrte Kollegen, können Sie sich sparen. Wer wirklich dafür ist, den Bürgern mehr Mitentscheidungsmöglichkeiten einzuräumen, der senkt die Quoren, aber davon wollen Sie nichts wissen, weil nämlich Ihr altes Misstrauen gegenüber dem Volk auch den vorgelegten Gesetzesentwurf bestimmt. Das Misstrauen der CDU gegenüber dem Volk kommt auch in dem vorgeschlagenen Gesinnungsartikel oder Extremismusartikel zum Ausdruck, den die CDU dem Artikel 83 Absatz 3 der Verfassung anfügen will. Letztlich handelt es sich um eine andere Beschreibung der Grundsätze des Artikel 44 Absatz 1 der Verfassung. Dort ist das Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip ausführlich beschrieben. Wichtig ist hier aber was anderes. Wir haben hier zwar kein Antifa-Staatsziel, wie es von Rot-Rot-Grün gewünscht wird, aber auch der CDU-Regelungsvorschlag weist in Richtung Gesinnungsstaat. Und zwar insbesondere, wenn man die Begründung dazu liest. Da will die Union nämlich eine Orientierung an verfassungsrechtlichen Grundwerten festschreiben. Meine Damen und Herren von der CDU, wissen Sie eigentlich, wie oft das Substantiv Wert oder Werte in der Landesverfassung steht? Genau nullmal. Wenn die Werte gar nicht in der Verfassung stehen, wer bestimmt dann über diese Grundwerte, Herr Zibbel? Ist es die Regierung, der Verfassungsschutz, die CDU? Und schon wird das Ganze wieder mal weltanschaulich. Und genau das wollen Sie ja angeblich durch diese Verfassungsergänzung ausschließen. Schon klar. Meine Damen und Herren, die Verfassung spricht von Grundsätzen. Die sind greifbar, genauso wie die Rechtsnormen und Rechtsprinzipien, aus denen die Verfassung besteht. Die gelten, die müssen umgesetzt werden und da braucht es keine Berufung auf angebliche Werte. 1993, als die Verfassung in Kraft trat, da wusste die CDU das alles noch, aber inzwischen bringt sie Gesetzesentwürfe ein, die sie wie eine mittelmäßige Seminararbeit im Grundkurs öffentliches Recht lesen. Das ist mit Verlaub traurig. Sie sehen, es ist überwiegend recht dürftig, aber immerhin finden sich in dem Gesetzesentwurf ein paar Ideen, die überlegenswert sind. Ich denke an das Konnexitätsprinzip, das die Finanzierung kommunaler Ausgaben sichern soll. Ja, eine einschlägige Regelung hält auch die AfD für geboten. Wie die aussehen soll, ist aber noch letztlich im Ausschuss zu diskutieren. Auch die Aufnahme der Schuldenbremse hat eine disziplinierende Wirkung für die öffentliche Hand und verpflichtet zur gewissenhaften Verplanung der Steuergelder. Trotz der Mängel des Entwurfs werden wir einer Ausschussüberweisung der Drucksache 7 aus 1628 daher zustimmen. Das gilt allerdings nicht für die Drucksache 7 1629. Denn dieser Entwurf zur Verfassung ist oder zur Verfassungsänderung ist viel problematischer. Immerhin dokumentiert die CDU mit ihm, dass sie jetzt ganz und gar in der Phraseologie des linksgrünen Zeitgeistes angekommen ist. Thüringen ist vielfältig, heißt es da brav und natürlich. Vielfalt bereichert unsere Gesellschaft. Das lesen wir bei der Problemstellung. Und ganz im Sinne der politischen Korrektheit, die sich in diesen Phrasen kundtut, hat die CDU auch auf die Suche nach einer Gruppe begeben, die als angeblich diskriminiert identifiziert werden kann. Und die CDU ist fündig geworden. Es sind die älteren Menschen. Gewiss, es ist nicht auszuschließen, dass es vereinzelt Altersdiskriminierung auch hierzulande gibt, wenn wir die Konsequenzen bedenken, die die staatlich verordneten Corona-Maßnahmen für die älteren Bürgerinnen und Bürger in dem Pflegeheim hatten. Kann einem der Gedanke schon kommen, aber dennoch ist Altersdiskriminierung kein massives Gesellschaftsproblem hierzulande und man sollte solche Probleme auch nicht herbeireden. Aber genau das macht dieser Gesetzesentwurf
um dann eine Lösung anzubieten, nämlich das Alter als weiteren auszuschließenden Diskriminierungsgrund in Artikel 2 der Verfassung aufzunehmen. Das ist eine Regelung, deren es gewiss nicht bedarf, weil es bereits das allgemeine Diskriminierungsverbot Artikel 3 Grundgesetz gibt. Im Übrigen ist durch Artikel 19 des AEUV entsprechend und durch Bundesgesetz, dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz, dem AGG, eine Regelung gefunden worden. Es mangelt somit an einem Regelungsbedarf und einer entsprechenden Regelungslücke. Es bedarf auch keiner Regelung, die die Integration von Ausländern als Aufgabe des Landes und seiner Gebietskörperschaften festlegt und das noch in einem neuen Verfassungsartikel, der sich wie seine eigene Ausführungsverordnung liest. Der von der CDU vorgeschlagene Artikel wäre die verfassungsrechtliche Verankerung einer staatlich geförderten Fluchtanreizindustrie. Mag sein, dass die CDU so etwas will. Für die AfD bleibt es dabei, dass Integration keineswegs Aufgabe des Staates ist, sondern Bringschuld jener, die hier dauerhaft leben wollen. Und meine Damen und Herren, dem steht die Verfassung schon jetzt nirgendwo entgegen, und so sollte man es auch belassen. Es ist nicht zu sehen, dass der vorliegende Gesetzesentwurf einen Gewinn für unser Gemeinwesen bringt. Das Gegenteil ist der Fall. So sehen wir keinen Grund, den Gesetzesentwurf in der Drucksache 1629 in den Ausschuss zu überweisen und enthalten uns diesbezüglich. Vielen Dank.